Herzlich willkommen zum vierten Teil der Tutorial-Serie Deinen eigenen PC bauen. In diesem Tutorial-Part werden wir jetzt endlich unseren Rechner zusammenbauen. Denn im vorherigen haben wir den Rechner gekauft, hoffentlich. Und in dem davor haben wir auch gelernt, welche Komponenten wir benötigen und was wohin gehört. In diesem Tutorial-Part werden wir das Ganze jetzt eben in die Praxis umsetzen, sprich wir werden unseren Rechner endlich zusammenbauen. Doch bevor wir damit beginnen, müssen wir einige Vorbereitungen treffen, damit wir auch beim Zusammenbau auf keinerlei Probleme stoßen und das hoffentlich reibungslos abläuft. Als allererstes benötigen wir erstmal alle Komponenten, die wir gekauft haben. Habt ihr also bei unterschiedlichen Händlern eingekauft, kann es durchaus vorkommen, dass die unterschiedlichen Komponenten an verschiedenen Tagen bei euch eintreffen. Mein Tipp hierbei, wartet wirklich ab, bis alles da ist. Einfach mal drauf losbasteln. Kann zwar zum Erfolg führen, aber meistens sieht man erst, wenn alles da ist, was man denn tatsächlich auch wirklich alles benötigt. Haben wir alles da, können wir loslegen, indem wir uns als allererstes mal eine große, saubere, leere Fläche organisieren. Im Normalfall reicht ein großer Tisch aus. Wer möchte, kann das Ganze auch auf dem Boden machen. Die Fläche, wo wir dann nachher drauf arbeiten, sollte nicht leitfähig sein. Ein Holztisch wäre super. Nichts Lackiertes oder so. Ein purer Holztisch. Klar, ein Tisch hat man eine Lasur und so weiter drauf, das macht aber im Normalfall nichts. Ein Glastisch wäre auch super, nur etwas unpraktisch, finde ich. Wer möchte, kann auch eine Gummimatte auf den Tisch oder auf den Boden legen und das Ganze da drauf machen, weil dann ist alles wunderbar isoliert und man hat den Vorteil, dass das Gehäuse beispielsweise oder irgendwelche scharfen Kanten von Kühlern oder dem Motherboard keine Kratzer auf dem Tisch oder Boden machen. Also mein Tipp, nutzt eine große Gummiunterlage noch zusätzlich. Dann müssen wir uns doch etwas Werkzeug organisieren. Das habe ich ja auch in den vorherigen Parts schon gesagt. Sucht euch passendes Werkzeug zusammen. Wir benötigen eigentlich für einen Standardrechner nur zwei Schraubenzieher, beziehungsweise für die neuen Fachdeutschen hier, ja, Schraubendreher. Ja. Wir brauchen, wie gesagt, nur zwei Stück, einen etwas größeren und einen kleineren, beziehungsweise der etwas größere, das kann auch ganz normal eigentlich sein, weil der etwas kleinere ist dann nachher für das Motherboard und Co. und der etwas größere dann eben für Gehäuselüfter oder Grafikkarten. Wer möchte, kann beispielsweise jetzt schon mal das Gehäuse öffnen und dort die Verpackung mit den Schrauben rausnehmen, weil das sind eigentlich die Schrauben und vor allem die Größen, die wir nachher benötigen. Wer extravagante Komponenten hat, zum Beispiel eine Wasserkühlung oder so, und gegebenenfalls für die Montage der Komponenten spezielleres Werkzeug braucht, der muss dementsprechend jetzt noch passendes Werkzeug besorgen. Wer Glück hat, der hat eventuell schon das passende Werkzeug im Lieferumfang der jeweiligen Komponente mit dabei. So habe ich es auch schon gehabt, dass bei der Wasserkühlung beispielsweise passende Schlüssel mit dabei waren. Aber da müsst ihr eben selber drauf gucken, dort kann ich jetzt keinen Ratgeber machen, weil dort sind die Hersteller zum Teil unterschiedlich. In diesem Tutorial werden wir folgendes System zusammenbauen. Als Motherboard kommt ein MSI B350 PC Mate zum Einsatz. Darauf setzen wir ein AMD Ryzen 5600. Als Arbeitsspeicher haben wir ein bisschen Corsair, Venegas LPX in Schwarz, zwei Module à 4 GB. Als Grafikkarte kommt eine Asus Expedition Radeon RX 570 Overclocked zum Einsatz mit 4 GB VRAM. Als Speicher kommt eine Intel SSD 540S mit 120 GB zum Einsatz, dort wird aber nur das System drauf installiert. Als Datengrab haben wir noch eine alte HDD übrig, die dann reinkommt. Strom gibt es vom Be Quiet Stride Power 10 mit 400 Watt, sollte eigentlich reichen. Und das Ganze landet in einem Be Quiet Pure Base 600 in Silber. Legen wir nun endlich los mit dem Zusammenbau des Rechners. Ich beginne dabei immer sehr gerne mit dem Motherboard. Dazu gehe ich hin und packe das gute Stück einmal aus mit sämtlichen Zusatzinhalten, die eben beim Board noch dabei waren. Sprich Bedienungsanleitung und Rückblende für das Gehäuse. Bei der Entnahme von dem Board aus der Schutzverpackung müsst ihr etwas aufpassen. Am besten euch jetzt davor an einem Heizkörper erden, aber an einer Stelle, wo nicht lackiert ist, also nicht an dem hübschen weißen Ding, sondern an dem kupferfarbenen Ding namens Rohr. Denn dort könnt ihr perfekt den Strom, der in euch weilt, ableiten. An lackierten Flächen funktioniert das in der Regel nicht so gut.
Wenn ihr solch ein kleines nettes Erdungsbändchen besitzt, dann erdet euch damit jetzt auf jeden Fall. Ich lege jetzt das Board als allererstes einmal auf die Oberseite der Schachtel des Motherboards. Das hat den Vorteil, dass diese nicht leitfähig ist und man darauf das Board jetzt mit ein paar Komponenten gut bestücken kann. Das Ding ist auch so ein gutes Testobjekt, um zum Beispiel gleich schon mal zu prüfen, ob das Board auch korrekt funktioniert mit allen Komponenten. Dazu aber später mehr. Wir bestücken nun das Motherboard mit der CPU. Denn die müssen wir hier bei diesem guten Stück eben separat einpflanzen. Dazu haben wir eben die AMD-CPU gekauft. Wer möchte, kann jetzt hier auch zum Beispiel eine Intel-CPU einbauen. Wo liegt der Unterschied? Im Prozessor selbst, wenn wir uns diesen etwas genauer ansehen. Denn im zweiten Tutorial-Part haben wir ja gelernt, dass es einen Prozessorsockel gibt auf dem Board und dort muss der Prozessor rein. Der AMD-Prozessor hat so kleine Füßchen an der Unterseite des Prozessors. Diese passen in die kleinen Löcher auf dem Sockel, welcher auf dem Motherboard zu finden ist. Bei Intel ist das Ganze etwas umgedreht. Dort haben wir Pads auf der Unterseite des CPUs und die passenden Pins sind im Sockel des Motherboards verbaut. Wir müssen nun den Prozessor mal etwas genauer ansehen und dann den Sockel. Dort werden wir ein kleines Dreieck finden. Das ist zum einen eben auf dem Prozessor aufgedruckt und zum anderen auf dem Board bzw. auf dem Sockel selbst. Muss nicht unbedingt aufgedruckt sein, kann auch eine kleine Kerbe mit der Form eines kleinen Dreiecks sein. Gegebenenfalls kann dieses Dreieck aber auf dem Board hier auch aufgedruckt sein, beispielsweise als Punkt. Hier in meinem Fall hat der Ryzen-Prozessor links unten ein kleines goldenes Dreieck. Die passende Ecke finden wir auf dem Board auch links unten beim Sockel. Dort ist ein kleiner weißer Punkt aufgemalt. Der Prozessor sollte, wenn man etwas Gefühl walten lässt, von alleine dann in die passenden Löcher im Sockel reinspringen. Bei Intel müssen wir eben dafür sorgen, dass der Prozessor richtig drin liegt. Uns helfen dabei auch kleine Kerben und Nasen am Prozessorsockel selbst. Wir können also den Prozessor in der Regel nicht falsch herum reinlegen, sei denn wir wenden hier Gewalt an und dann ist das ganze Ding kaputt. Sorgt auch dafür, dass keine der Pins umgebogen wird. Wird ein Pin umgebogen, kann es passieren, dass der Prozessor einen Kurzschluss erzeugt und dementsprechend der Prozessor gar nicht geht oder sich tatsächlich selbst zerstört. Daher solltet ihr hier sehr, sehr vorsichtig sein. Damit wir den Prozessor überhaupt reinbekommen, müssen wir einen kleinen Hebel öffnen. Dieser kann eigentlich problemlos dann geöffnet werden, indem wir ihn nach oben ziehen. Manche, vor allem bei Intel, müssen erst zur Seite etwas gedrückt werden, bevor sie selbst aufgehen. Einige Prozessoren sind sogar mit zwei Hebeln befestigt. Bei Intel haben wir noch solch eine kleine Platte, die den Prozessor dann gleichmäßig auf den Sockel draufdrückt. Diese müssen wir dann ebenfalls nach oben klappen. Sonst bekommen wir den Prozessor nicht rein. Sitzt dann der Prozessor ordnungsgemäß, können wir die beiden Hebel wieder nach unten drücken und der Prozessor wird in seine Halterung hineingepresst. Es kann jetzt gut möglich sein, dass er einige Knackgeräusche hört. Solltet ihr den Prozessor richtig eingesetzt haben, sind diese aber komplett harmlos, weil einfach nur zum Beispiel bei dem Ryzen-Prozessor nachher die Pins eben gegen die passenden Pins im Board gedrückt werden, dass eben Kontakt besteht. Ist aber alles noch harmlos. Als nächstes machen wir hier weiter mit der Montage des Arbeitsspeichers, denn je nachdem, was Sie für einen Kühler für den Prozessor ausgesucht haben, kann dieser etwas größer sein und wenn wir diesen dann montiert haben, ist eventuell die Bestückung des Arbeitsspeichers nicht mehr möglich. Daher ziehe ich hier tatsächlich die Bestückung des Arbeitsspeichers vor der Kühlermontage vor. Das ist relativ einfach, wenn wir uns an die Bedienungsanleitung des Motherboards halten. Wir haben hier zwei Arbeitsspeichermodule. Das sind zwei DDR4-Module. Diese besitzen eine Kerbe. Die ist eben unterschiedlich zu jeder Arbeitsspeichergeneration. Also die ist unterschiedlich zu DDR1, 2, 3 und 4. Passend dazu gibt es eine Nase im Sockel des Arbeitsspeichers. Und wer etwas jetzt nachdenkt, der wird auf den Gedanken kommen, die müssen ja übereinstimmen, dass das ganze Ding da reinpasst. Jawohl, das ist richtig so. Denn wir müssen nun den Arbeitsspeicher korrekt rum einbauen. Falsch rum geht nicht, weil dann die Nase blockiert. Auch der Hinweis hierbei, ihr könnt keinen zum Beispiel DDR2-Arbeitsspeicher in einen DDR4-RAM-Slot einbauen. Die sind zwar gleich groß von der Länge und Breite, aber die Nase sitzt wo ganz anders und dementsprechend passt das Ganze da nicht rein. Damit wir nun die Module richtig bestücken, müssen wir ebenfalls wieder in die Anleitung des Motherboards schauen.
Denn je nachdem, wie viele Arbeitsspeichermodule wir besitzen, müssen diese an einen unterschiedlichen Ort gesteckt werden. Wir haben jetzt zwei Module. Daher muss ich die beiden Module in den Arbeitsspeicherslot DIMM A2 und DIMM B2 einstecken. Wie sich die Steckplätze bei euch nennen, müsst ihr eben in eurer Bedienungsanleitung nachgucken. Das kann je nachdem ab und zu mal unterschiedlich sein, aber es sollte sich auf jeden Fall DIMM nennen. Meistens entweder DIMM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder hier jetzt in diesem Fall DIMM A2 und DIMM B2. Hätten wir nur ein Arbeitsspeichermodul, müssen wir den in den Slot DIMM A2 einstecken. Hätten wir vier Arbeitsspeichermodule, müssen wir eben alle vier Steckplätze ausstatten. Einige Boards sind heutzutage tatsächlich auch mit 8 Arbeitsspeicherslots ausgestattet. Müsst ihr eben gucken, wo ihr sie dort stecken müsst. Wir haben hier eben, wie gesagt, auch zwei Module und müssen diese richtig stecken, dass wir den Dual-Channel-Modus des Boards verwenden können. Somit wird unser Arbeitsspeicher am Ende auch am besten ausgereizt und die meiste Power damit abgerufen. Um den Arbeitsspeicher nun einstecken zu können, haben wir oben und unten an dem Steckplatz die kleinen Halterklemmen. Diese klappen wir auf, indem wir sie nach hinten drücken. Sollte relativ einfach gehen. Nun setzen wir das Modul richtig herum rein, damit die Nase zur Kerbe übereinstimmt, drücken es sanft nach unten und dann mit etwas Druck nach unten, damit die beiden Klemmen automatisch zugehen. Eventuell kann es sein, wenn ihr ein China-Schrottboard habt, dass die Klemmen nicht ganz so super zuklappen wie jetzt hier im Video, dann könnt ihr vorsichtig nachhelfen. Denn das Arbeitsspeichermodul hat ein paar Kerben, wo nachher die Klemmen einrasten werden, damit das Arbeitsspeichermodul fest im Board verankert ist. Super, ihr habt nun den Arbeitsspeicher erfolgreich eingebaut. Als nächstes montieren wir den CPU-Kühler. Hierbei handelt es sich um den Standardkühler des Prozessors, den wir hier einbauen. Ich habe jetzt keinen extra Kühler dafür gekauft. Wer jetzt einen extra Kühler hat, der sollte auf jeden Fall in die Bedienungsanleitung des Kühlers gucken, wie wir diesen korrekt montieren. Wenn ihr beispielsweise eine Wasserkühlung verbauen möchtet, dann könnt ihr jetzt schon mal den Kühlblock für den CPU anbringen. Ich muss, damit ich den Kühler korrekt installieren kann, die zwei Plastikschienen, die schon auf dem Board montiert sind, entfernen, denn diese passen für den Kühler nicht. Als nächstes müssen wir, soweit das nicht auf dem Kühler schon drauf ist, etwas Wärmeleitpaste auf den Prozessor auftragen. Da könnt ihr jetzt einen kleinen Punkt auf die Mitte des Prozessors setzen oder ein X oder eine hauchdünne Schicht auf dem gesamten Kühlkopf des Prozessors verteilen. Hier kann jeder machen, was er möchte. Alle Varianten sind eigentlich ganz gut. Ich mache gerne auch einen Punkt drauf. Und es reicht eigentlich, weil durch den Anpressdruck wird die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf dem Prozessor sowieso verteilt. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel drauf schmiert, damit das Ganze nicht an dem Sockel dann nachher runtersabbert und über das ganze Board verschmiert ist. Das wäre nämlich scheiße und könnte gegebenenfalls zu Kurzschlüssen führen. Die Paste ist zwar nicht leitfähig, aber okay, wir sind mal vorsichtig. Da auf meinem Prozessorkühler hier schon etwas Wärmeleitpaste drauf ist, muss ich das nicht machen. Denn zum Teil sind die Kühlkörper schon mit Wärmeleitpaste ausgestattet, die reicht eigentlich problemlos aus. Wir setzen also nun vorsichtig den Kühlkörper auf den Prozessor oben drauf und achten darauf, dass eben die Schrauben an den richtigen Stellen nun sind. Gegebenenfalls müsst ihr den Kühlkörper um 90 Grad drehen, dass eben die Schrauben an den richtigen Stellen sitzen. Wir ziehen nun diese erstmal so an, dass sie ein, zwei Umdrehungen in der Fassung haben, damit der Prozessorkühler schon mal nicht verrutschen kann. Hat die Schraube dann nun angezogen, werden wir die Schrauben nun überkreuzt anziehen, damit wir gleichmäßig Druck auf den Prozessor ausüben und dementsprechend sich auch die Wärmeleitpaste gleichmäßig verteilt. Dazu ziehen wir beispielsweise erst rechts unten an, dann links oben, dann zum Beispiel links oben und dann zum Beispiel rechts oben, also schön überkreuzt. Zieht nun den Prozessorkühler ordentlich an, dass dieser auch gut hält, aber zieht nicht zu fest an, weil wenn ihr wie ein Begaster das Ding anschraubt, dann kann es durchaus passieren, dass ihr tatsächlich das Board damit durchbrecht. Ja, das haben tatsächlich schon Leute geschafft. Auch hierbei beim Festschrauben möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass ihr gegebenenfalls eine passende Backplate anbringen müsst. Hier in meinem Fall muss ich das nicht tun, da die Fassungen, wo die Schrauben rein müssen, tatsächlich schon im Board eingebaut sind. Nicht alle Boards haben sowas. Dementsprechend muss eine passende Backplate an der Rückseite des Boards angebracht werden. Schaut dazu immer in die Bedienungsanleitung des Prozessorkühlers.
Bei Intel ist übrigens die Montage des Kühlers relativ einfach und ohne Schrauben zum Teil machbar, weil dort gibt es kleine Plastikklipse, die müssen wir einfach runterdrücken und rumdrehen und schon wird der Prozessorkühler eingerastet. Geht relativ schnell und einfach. Müsst allerdings aufpassen, dass ihr diese Klipse nicht abbrecht, die sind zum Teil sehr empfindlich. Sorgen aber dafür, dass der Prozessor schon mal Bombe hält. Zum Schluss müssen wir nur noch den Lüfter, der jetzt hier auf dem Prozessor eben schon fest montiert ist, anschließen. Dazu gibt es einen passenden Anschluss auf dem Motherboard. Dieser schimpft sich meistens CPU 1 oder CPU Fan. Schaut dazu am besten einmal in euer Handbuch vom Motherboard und guckt mal, wo euer Anschluss für den CPU Fan ist. Meistens ist er tatsächlich rechts über der CPU. Wir sollten auf jeden Fall dort den Lüfter anschließen, da das BIOS nachher prüft, ob der Lüfter dort angeschlossen ist. Findet es kein Lüfter, weil der Lüfter beispielsweise sich nicht drehen sollte, weil kaputt, dann wird es auf jeden Fall eine Fehlermeldung ausgeben, soweit das Board das kann, und wir müssen nach dem Lüfter gucken. Damit können wir also schon mal sicherstellen, dass unser Prozessor nicht überhitzt, weil der Kühler beispielsweise defekt wäre. Bei sehr leisen Lüftern hört man zum Teil gar nicht, dass die laufen, und wenn die mal nicht laufen sollten und der Prozessor wird zu heiß, dann ja, wäre nicht so gut. Ne? Wer eine Wasserkühlung verwendet, sollte auf jeden Fall auch die Lüfter vom Radiator, zumindest einer davon, am Prozessorlüfter anschließen, also am CPU-Fan-Steckplatz, damit eben das Board diese Rückmeldung bekommt, dass zumindest der eine Lüfter funktionstüchtig ist und irgendwas schon mal gekühlt werden kann vom Prozessor. Herzlichen Glückwunsch, dein Board ist jetzt schon mal mit der Standardkonfiguration bestückt und gegebenenfalls tatsächlich jetzt schon betriebsbereit. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann jetzt beispielsweise das Netzteil schon mal am Board anschließen und die nötigsten Leitungen anstecken und einen kurzen Test machen, ob der Prozessor sowie Arbeitsspeicher korrekt funktionieren. Dabei können wir entweder durch die LED-Anzeige oder zum Beispiel durch eine Code-Anzeige überprüfen, ob der Self-Test durchläuft. Und wir können dementsprechend jetzt sicher sein, dass alle Komponenten einwandfrei schon mal funktionieren. Auch ohne Grafikkarte sollte das problemlos funktionieren. Haben wir jetzt zum Beispiel schon einen Fehler gefunden, dass zum Beispiel die CPU oder ein Arbeitsspeicher kaputt sein sollte, können wir diesen problemlos jetzt tauschen, ohne direkt den kompletten Rechner wieder auseinandernehmen zu müssen. Seid ihr allerdings hier jetzt noch etwas unsicher oder habt zum Beispiel etwas Angst vor dem Strom, dann lasst auf jeden Fall die Finger weg, weil nicht, dass ihr jetzt irgendwas kaputt macht. Kleiner Tipp hierbei, eure Motherboard-Schachtel kann wunderbar als Testbank verwendet werden, denn diese ist nicht leitfähig und die Pins an der Rückseite des Boards kontaktieren sich dadurch nicht gegenseitig und bilden dadurch auch keinen Kurzschluss. Das Board könnt ihr übrigens kurz in Betrieb nehmen, wenn ihr mit dem Schraubenzieher oder so unten die Pins überbrückt für den Powerbutton. Dann sollte das ganze Ding eigentlich angehen. Aber wie gesagt, macht das nur, wenn ihr wisst, was ihr tut und seid dabei sehr vorsichtig. Nun können wir weitermachen mit der Vorbereitung des Gehäuses, denn unser Motherboard samt CPU und Arbeitsspeicher kann jetzt endlich in unser Gehäuse rein. Dazu geht ihr hin und nehmt das Gehäuse erstmal komplett auseinander. Sprich, ihr nehmt die Seitenwände weg und entfernt sämtliche Kabel, die irgendwie da rumhängen und eventuell uns im Weg sind. Ihr könnt auch gerne den Festplattenkäfig beispielsweise ausbauen, damit ihr mehr Platz habt. Der nächste Schritt, den wir jetzt machen, ist ein sehr wichtiger Schritt, der muss aber nicht von jedem gegebenenfalls gemacht werden. Und zwar müssen wir Abstandshalter ins Gehäuse einbringen. Diese werden mit dem Gehäuse mitgeliefert. Warum Abstandshalter? Nun, das Board darf ja auf keinen Fall auf dem großen Blech direkt aufliegen, weil dann gibt es definitiv Kurzschlüsse. Dazu gibt es sogenannte Abstandshalter, die eben mit dem Gehäuse mitgeliefert werden. Hier in meinem Fall sind diese aber schon vorinstalliert und ich muss das nicht tun. Nicht bei allen Gehäusen ist das so. Ich habe euch hier mal so ein Bild eingeblendet von den Abstandshaltern. Wie müsst ihr diese dann anbringen, falls diese nicht da sind? Nun, im Gehäuse selbst ist dann meistens eingestanzt die Größe des Boards. Wir haben hier ein ATX-Board, deswegen müssen wir diese Abstandshalter nun dort reindrehen, wo eben ATX gekennzeichnet ist. Meistens sind es zwischen 9 und 12 Abstandshalter. Ich empfehle auf jeden Fall alle zu verbauen an den dafür vorgesehenen Stellen. Ihr könnt auch selbst auf eurem Motherboard nachsehen, wo denn die Löcher da sind, um nachher das ganze Ding festzuschrauben und könnt dementsprechend abgleichen, wo ihr überall Abstandshalter reinmachen müsst oder könnt. Gegebenenfalls gibt es ab und zu mal Stellen, wo ihr keinen Abstandshalter reinbekommen könnt, weil das Gehäuse mehrere Motherboard-Größen unterstützt und an den Stellen dann gegebenenfalls keine Abstandshalter drin sein könnten.
Wie gesagt, verbaut so viele wie möglich, dass wir das Board so sicher wie möglich im Gehäuse reinschrauben können. Als nächstes haben wir noch die Anschlussblende, die wir hinten reinklipsen müssen, damit wir nachher schön von hinten sehen können, wo wir was stecken können. Gleichzeitig haben wir dann auch einen Schutz, damit wir nicht in das Gehäuse von hinten reinfassen können, zum Beispiel auf das Board, und mit unseren Patschehändchen irgendwelche Kurzschlüsse fabrizieren können. Auch ist ein einigermaßen guter Staubschutz. Als nächstes können wir jetzt endlich das Board in das Gehäuse einlegen. Auf die Abstandshalter, nicht direkt auf das Blech. Dazu achten wir nur darauf, dass eben das Board richtig rum eingesetzt wird und die Anschlüsse eben zur Rückseite des Boards zeigen. Und passend eben dieser dann durch die Lücken der Anschlussblende durchgucken. Festgeschraubt wird das Board mit den meist mit dem Gehäuse mitgelieferten Schrauben. Guckt darauf, dass ihr dort die richtigen verwendet. Meistens ist irgendwo ein Beipackzettel, wo drauf steht, welche Schrauben für was sind. In der Regel passen eigentlich auch nur eine Schraubensorte dann für das Board bzw. auch nachher in die Abstandshalter rein. Wir schrauben nun das Board mit so viel Schrauben fest, wie wir mitgeliefert haben. Mein Board hat hier 12 Löcher für die Befestigung und ich werde auch alle 12 Löcher mit Schrauben befüllen, damit das Board auch ordentlich da drin hält. Sollte mal eine Schraube fehlen, okay, sollten mehrere Schrauben fehlen, dann ist es nicht okay. Denn wenn wir den Rechner herumtragen, kann es passieren, dass das Board eben da drin rumfliegt, und da wir es nicht ordentlich festgezogen haben, kann es tatsächlich passieren, dass durch eventuell schwerere Hardware, die wir noch zusätzlich eingebaut haben, das Board abbricht. Und das wollen wir ja um Himmels Willen vermeiden. Zieht dafür auch die Schrauben ordentlich an. Zieht diese aber nicht zu fest an, weil wenn ihr zu fest anzieht, dann kann es durchaus sein, dass ihr die Schrauben durchdreht und dementsprechend das Board beschädigt. Und das wollen wir ja so gut wie es geht vermeiden. Sitzt das Board bombenfest, können wir weitermachen. Ich mache dann ganz gerne weiter mit dem Einbau des Netzteils, denn wir sollten jetzt auch langsam Gedanken machen, wo wir überall Strom benötigen. Dazu backe ich das Netzteil aus und lege es schon mal in die dafür passende Position. Hier in meinem Gehäuse ist es eben unten. Damit das Netzteil sich auch kühlen kann, lege ich das so rum rein, damit der Lüfter nach unten geht, weil von unten habe ich Staubfilter, damit er das Netzteil frische Luft von unten ansaugen kann und eben durch die Schlitze an der Rückseite rausgeben kann. Müsst ihr eben gucken, wie euer Netzteil aufgebaut ist, beziehungsweise auch euer Gehäuse. Wir schrauben das Netzteil nun mit 4 Schrauben fest. Die passenden Schrauben werden dazu meistens auch wieder beim Gehäuse mitgeliefert. Ich würde auch empfehlen, das Netzteil mit allen 4 Schrauben anzuschrauben und hier auch ordentlich anzuziehen, dass es nicht aus seiner Halterung rausfliegen kann. Nun haben wir ja das Netzteil verbaut und mein Tipp jetzt erstmal, zieht sämtliche Stecker schon mal ab vom Netzteil, die jetzt irgendwo dran sind. Wenn wir ein teil- oder vollmodulares Netzteil haben, können wir das komplett nackig machen. Wir wollen ja die Kabel schön verlegen und nachdem wir eben alles gezogen haben, können wir die Kabel schön wieder von vorne anstecken und diese fein säuberlich nun verlegen. Mein Gehäuse ermöglicht es mir, die Kabel hintenrum zu führen, also hinter dem Motherboard rum. Und dazu gibt es auch passende Öffnungen am Netzteil unten, damit ich die Kabel schön säuberlich eben nach hinten führen kann. Da ist ein teil- oder vollmodulares Netzteil echt super. Wir können also nun schon mal die nötigsten Kabel verlegen, sprich den Haupt-24-Pol-Anschluss für das Motherboard und die zusätzliche Stromversorgung für die CPU. Wer ein teilmodulares Netzteil gekauft hat, der hat meistens auch diese Anschlüsse fest dran. Und die kriegt man dann auch gar nicht weg. Das ist auch gut so, weil die brauchen wir sowieso. Mein Tipp hierbei, guckt schon mal, dass ihr den Hauptanschluss mit den 24 Polen ordnungsgemäß verlegt und fein säuberlich das Ganze hinbekommt. Denn wenn man das Ganze auf der Rückseite durchführt und die nicht unbedingt so viel Platz für Kabel hat, dann kann das Kabel hier, weil es schon etwas zäher ist, weil das ganze Ding schon ein etwas zäher Kollege ist, zum Teil dazu führen, dass man die Gehäuseseite nicht mehr korrekt zubekommt. Deswegen achtet darauf, dass es sauber verlegt wird. Wer die Kabel nicht zur Rückseite durchführen kann, ja, dann braucht darauf nicht zu achten, der muss es irgendwie schön im Gehäuse so oder so unterbringen. Nachdem wir dann das Board schon mal mit Strom versorgt haben, also die Hauptleitungen verlegt haben, können wir jetzt hingehen und gegebenenfalls noch an die Orte, wo wir weitere Hardware einbauen werden, die
Stromzufuhr schon mal hinzulegen. Sprich zum Beispiel für Festplatten oder Grafikkarten. Oder tatsächlich auch andere Komponenten wie Audiokarten. Ein Tipp, wer eben ein modulares Netzteil hat, verlegt wirklich nur so viel Kabel, wie ihr unbedingt braucht. Das sieht am Ende nicht nur besser aus, sondern sorgt dafür, dass es nachher auch der Luftstrom besser durch das Gehäuse durch kann. Und wir haben etwas Platz für weitere Sachen. Nun können wir die Festplatten einbauen. Wir haben hier für das Tutorial jetzt eine SSD. Noch keine HDD, weil brauchen wir jetzt für den Rechner nicht. Wenn ihr weitere Festplatten habt, dann müsst ihr diese eben passend einbauen. Wir werden jetzt hier diese SSD auf der Rückseite des Motherboards einbauen, da dort Festplattenkäfige für 2,5 Zoll Festplatten angebracht sind. Das ist sehr schön und der PC sieht nachher auch noch wirklich toll aus, wenn die Festplatten vielleicht versteckt sind. Der Festplatteneinbau ist relativ einfach. Wir haben hier eben Festplattenkäfige, wo wir die Platte draufschrauben müssen. Das heißt, wir schrauben als erstes den Käfig ab, schrauben auf diese Platte dann die Festplatte drauf mit den passenden Schrauben, die beim Gehäuse dabei waren, und schrauben dann die Platte samt Käfig wieder an. Wer die Festplatten in der vorderen Seite des Gehäuses unterbringen möchte oder muss, der hat zum Teil auch das Ganze etwas einfacher. Der hat meistens einen kleinen Schlitten, den zieht er raus, klemmt dort die Festplatte rein, schraubt sie gegebenenfalls fest und schiebt den Schlitten einfach wieder in den gesamten Festplattenkäfig wieder rein. Das war's, Festplatte sitzt bombenfest. Jetzt müssen wir diese nur noch anschließen, einmal mit einem Datenkabel und einmal mit Strom. Als Datenkabel haben wir hier eben einen SATA-Anschluss. Diesen kann man eigentlich nicht falsch rum anstecken, da dieser eine kleine Nase hat und die Nase muss eben übereinstimmen. Wir können diese auch unterscheiden, da das Datenkabel einen schmaleren Anschluss hat als der Stromanschluss. Auch der Stromanschluss hat eine kleine Nase, die übereinstimmen muss, damit der Stromanschluss überhaupt gesteckt werden kann. Den passenden Stromanschluss findet ihr ebenfalls bei eurem Netzteil. Wenn ihr unsicher seid, welcher Stecker das ist, dann guckt in der Bedienungsanleitung danach. In der Regel steht es tatsächlich auf den Steckern auch drauf, für was es gedacht ist. Hier bei mir steht tatsächlich auch SATA drauf. Also kann ich dort eben die Festplatten anschließen und kann dementsprechend sicher gehen, dass es die richtigen sind. Wir müssen dann die Festplatte noch auf dem Motherboard anstecken. Dazu gibt es noch folgenden Tipp von mir. Schaut mal in die Bedienungsanleitung des Motherboards rein, beziehungsweise schaut mal genau auf das Board. Dort werden die Anschlüsse beschriftet sein. Und sucht nun den Anschluss mit der geringsten CAN-Nummer, also zum Beispiel SATA 0 oder SATA 1. Weil das ist die allererste Festplatte, die das Board abscannt, wenn es nach Festplatten sucht, die gegebenenfalls zum Booten da sind. Auch ist meist dieser Anschluss dann nachher im BIOS voreingestellt als erster Festplattenanschluss, wo ein System gesucht wird. Und wir müssen gegebenenfalls nachher nichts im BIOS umstellen, wenn wir eben die passende Festplatte auswählen wollen, von welcher gebootet werden soll. Somit können wir den Start des Rechners tatsächlich auch damit beschleunigen. Wir müssen auch darauf achten, dass wir die passenden SATA-Anschlüsse auswählen, denn dort gibt es verschiedene Geschwindigkeiten, zum Beispiel einmal mit 3 GB und einmal mit 6 GB. Für SSD-Festplatten würde ich auf jeden Fall die 6 GB Ports empfehlen. Normale HDDs oder tatsächlich auch DVD-Laufwerke, denen reicht ein 3 GB Port vollkommen aus. Wer jetzt beispielsweise noch M2 SSDs einbauen muss, der kann diese auf dem Board stecken und festschrauben. Auch ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zum Beispiel ein DVD-Laufwerk noch einzubauen, soweit ihr denn eins möchtet. Dies könnt ihr ebenfalls dann mit einem SATA-Stromkabel versorgen und mit einem SATA-Datenkabel. Das Datenkabel muss ebenfalls auf einem Port auf dem Motherboard gesteckt werden. Welcher ist jetzt hier egal. Dort könnt ihr eben einen auswählen, der frei zur Verfügung steht. Ist er nur ein DVD-Laufwerk. Wer auch beispielsweise Kartenleser und Co. einbauen möchte, der kann das jetzt ebenfalls tun. Nun haben wir alles schon mal verbaut, aber noch nicht ganz angeschlossen. Denn was uns jetzt fehlt, sind die Anschlüsse vom Frontpanel. Deswegen werden wir das jetzt auch anschließen. Nutzt dafür wieder die Bedienungsanleitung eures Motherboards, denn dort steht drin, wo ihr was anschließen müsst. Wir werden hier beginnen mit dem Anschließen der Knöpfe, also Power Button und Reset Button. Und zusätzlich auch hier dann die Power LED und die Festplattenaktivitäts LED. Dazu haben wir kleine schöne Stecker, die auch meistens tatsächlich auch beschriftet sind mit den jeweiligen Taster und LEDs, die eben dahinter angeschlossen sind. Wir müssen dazu diese Stecker im
unteren rechten Bereich des Motherboards, hier in meinem Fall, stecken. Dort ist eben der passende Anschluss dafür. Wie wir die stecken müssen, steht ebenfalls in der Bedienungsanleitung des Motherboards oder teilweise auf dem Motherboard selbst aufgedruckt drauf. Die Stecker an sich sind alle ja beschriftet und wir müssen hier tatsächlich jetzt auch auf die Polung achten, denn hier gibt es ein Plus- und Minuspol. Wir müssen diese richtig rumstecken, damit die LEDs und die Taste auch tatsächlich funktionieren. Bei einigen Boards bzw. Gehäusen ist das egal, warum wir die stecken. Sollte aber tatsächlich der Fall sein, dass eine LED oder der Schalter nicht funktioniert, dann habt ihr definitiv den Stecker falsch rum gesteckt, also dreht ihn um. Wo ihr was eben stecken müsst, wie gesagt, in der Bedienungsanleitung steht's drin. Es kann auch natürlich auch vorkommen, dass ihr beispielsweise diverse Stecker nicht habt. Es kann durchaus vorkommen, dass eben euer Gehäuse keine HDD-Aktivitäts-LED oder Power-LED besitzt. Einen Power- und Reset-Button solltet ihr aber definitiv besitzen. Angeschlossen wird es tatsächlich auch in den meisten Fällen, bei den meisten Boards, die ich in den Fingern hatte, rechts unten. Also schaut mal danach. Dann haben wir auch an der Frontseite noch einen USB 3.0 Anschluss. Das ist dieser lustige schwarz-blaue Stecker. Dieser hat eine kleine Nase. Nun müssen wir eben einen passenden Anschluss auf dem Board suchen. Unterstützung liefert dazu auch die Bedienungsanleitung des Motherboards. Glücklicherweise ist dieser Anschluss auch direkt neben dem Anschluss für die Taster und Aktivitäts-LEDs. Wir haben dort eben auch diesen blauen Anschluss, dort stecken wir es rein und gut ist. Zu guter Letzt haben wir noch den Anschluss für das Headset, also Mikrofon und Kopfhörer. Dieser muss natürlich auch irgendwo noch gesteckt werden. Hier in meinem Fall ist es links unten auf dem Motherboard. Und hier müssen wir auch wieder darauf achten, dass wir ihn richtig rumstecken. Wir können das Ganze einfach herausfinden, indem wir die Pin-Belegung angucken. Denn meistens fehlt an einer Ecke ein Pin und dieser fehlt auch im Stecker. Und diese müssen dann dementsprechend übereinstimmen. Andersherum kann man versuchen, den Stecker einzustecken, aber es wird dann nachher am Ende kein Ton rauskommen. Schaut dazu, falls ihr Fragen habt, ebenfalls im Handbuch nach. Dort steht alles drin. Ich kann jetzt hier noch für das Gehäuse die Lüftersteuerung anklemmen. Dazu benötige ich ein weiteres SATA-Stromkabel vom Netzteil, damit ich eben die Lüfter, die ich an der Lüftersteuerung angeschlossen habe, eben mit dem Schalter, der an der Vorderseite ist, eben steuern kann. Nicht jedes Gehäuse hat sowas, also könnt ihr anschließen, wenn ihr es benutzt. Wenn ihr es nicht braucht, dann könnt ihr es auch weglassen. Zu guter Letzt baue ich immer die Grafikkarte ein und um die werden wir uns jetzt auch noch kümmern. Warum? Ja, die ist etwas groß und wenn wir die hier von vornherein einbauen, dann kann es durchaus vorkommen, dass wir nicht an alle Ecken des Boards rankommen und dementsprechend uns auch behindern. Deswegen baue ich die Grafikkarte immer gerne zum Schluss ein. Wir müssen dazu hingehen und erstmal die Schutzfolie, die gegebenenfalls drauf ist, entfernen. Die sollte definitiv weg, da die Grafikkarte einigermaßen heiß werden kann und tatsächlich die Folie zum Schmelzen bringen kann. Dabei können wir, wenn es dumm läuft, auch die Lüfter außer Gefecht setzen, dass diese nicht mehr kühlen und dann wird die Grafikkarte zu heiß und geht kaputt. Beziehungsweise taktet sich runter und wir haben FPS-Probleme. Der Einbau der Grafikkarte ist relativ einfach. Wir müssen davor nur einige Dinge wissen. Als allererstes müssen wir wissen, wo wir die Grafikkarte denn stecken müssen. Hierfür vorgesehen sind meistens PCI-Express-Steckplätze mit der Anschlusskennung X16, weil dort sind 16 PCI-Express-Lanes dann vorhanden. Eine Grafikkarte arbeitet auch mit weniger Lanes, nur sollten wir diese mit den maximalen Lanes anbinden, die zur Verfügung stehen und die Grafikkarte auch verwenden kann. Wer mehrere Grafikkarten einbauen möchte, der muss auch darauf achten, dass er diese eben gut mit PCI Express Lanes anbindet, also entweder zwei X16 Steckplätze nutzen, soweit vorhanden, oder beispielsweise nur noch zwei X8. Hilfreiche Unterstützung liefert auch dabei euer Handbuch des Motherboards. In meinem Fall ist der perfekte Steckplatz eben der oberste. Der hat auch hier so eine hübsche silberne Umrandung, weil der eben für die Grafikkarten gedacht ist. Die silbrige Umrandung ist also eine kleine Stütze, weil die Grafikkarten zum Teil echt schwer sein können. Wir müssen nun an der Rückseite des Gehäuses noch die Blenden abmachen, damit dort eben die Anschlüsse der Grafikkarte durchgucken können und wir eben Monitore anschließen können. Guckt daher darauf und haltet mal kurz die Grafikkarte hin zum Gucken, welche Blenden weggemacht werden müssen. Ein Tipp dabei, sind die Blenden nicht festgeschraubt, sondern einfach nur so zum Rausstanzen, dann müsst ihr die richtigen auswählen, damit ihr nicht offene Lücken habt. Sieht irgendwie blöd aus und meistens gehen dann die Blenden auch nicht mehr rein. Sind sie zum Wegschrauben, dann können wir die auch problemlos wieder hinschrauben. Das ist der Vorteil dabei dann.
Der Einbau der Grafikkarte ist dann relativ einfach. Wir haben auf dem Board vom PCIe-Steckplatz noch so eine kleine Klemme. Wenn ihr jetzt das Board von vorne betrachtet, dann eben auf der rechten Seite. Diese drücken wir nach hinten, dass sie geöffnet wird. Anschließend setzen wir die Grafikkarte ein und gucken, dass der PCI-Express-Anschluss eben in den Slot hineingeht und drücken die gesamte Karte mit etwas Gefühl nach unten. Dabei sollte der kleine Clips an der rechten Seite dann automatisch wieder schließen. Und die Grafikkarte sollte im Slot fest drin sitzen. Damit sie auch ordentlich drin hält, müssen wir die Grafikkarte jetzt nun festschrauben. Mit den Gehäuseschrauben, die eben davor die Zierdeblende fixiert haben. Wir können hier die Grafikkarte auch ordentlich anschrauben. Und das sollten wir auf jeden Fall auch tun, damit die Grafikkarte, wenn wir den Rechner rumtragen, auch an Ort und Stelle bleibt und nicht herumwappelt. Tatsächlich haben Personen es schon geschafft, die die Grafikkarte nicht ordnungsgemäß festgeschraubt haben, damit sie ihren PCIe-Express-Anschluss kaputt machen, weil die Grafikkarte den kompletten Anschluss rausgebrochen hat. Ja, sowas ist tatsächlich auch schon passiert. Deswegen zieht hier ordentlich fest. Zum guten Schluss müssen wir gegebenenfalls die Grafikkarte noch mit Strom versorgen. Dazu gibt es wieder passende Stromkabel vom Netzteil. Das müssen wir nicht unbedingt tun, weil kleine Grafikkarten benötigen keinen extra Anschluss. Guckt dazu eure Grafikkarte genau an. Wir haben hier bei dieser Grafikkarte einen 8-poligen Anschluss an der Heckseite der Grafikkarte. Diesen müssen wir also mit Strom versorgen, damit die Grafikkarte mit voller Leistung arbeiten kann. Eine Grafikkarte kann auch ohne diesen Stromanschluss arbeiten, wenn einer dran wäre, ja auch hier in diesem Fall. Aber sie wird dann nie im Leben die Taktraten erreichen, die sie eigentlich erreichen könnte, weil ihr Strom fehlt. Der Basisbetrieb könnte allerdings dadurch funktionieren, muss aber nicht. Hier in meinem Fall habe ich eben nur einen 8-poligen Anschluss. Je nachdem kann dieser auch abweichend sein. Ihr könnt beispielsweise auch zweimal einen 6-poligen haben oder zweimal einen 8-poligen oder tatsächlich dreimal einen 8-poligen. Stattet eure Grafikkarte dementsprechend mit genügend Strom aus, also befüttert jeden Anschluss mit Strom, damit die Grafikkarte auch ordnungsgemäß arbeiten kann. Hierbei gibt es wieder die passenden Stecker vom Netzteil. Guckt darauf, dass eben diese übereinstimmen. Schaut darauf, dass eben die Ecken und Kanten am Stecker sowie bei der Buchse gleich sind. Haben wir dann die Grafikkarte mit Strom versorgt, sind wir tatsächlich mit dem Zusammenbau des Rechners soweit fertig. Nun können wir etwas für die Optik tun. Die Kabel hübsch verstecken und schön verlegen. Dazu eignet sich wunderbar die Verwendung von Kabelbindern. Das Gehäuse ermöglicht mir beispielsweise auch die Verlegung der Kabel auf der Rückseite. Das sieht dann nachher am Ende tatsächlich auch sehr schön aus. Nun sind wir soweit und wir können den Rechner als allererstes mal starten, um zu gucken, ob alles funktioniert. Dazu gehen wir hin und machen sämtlichen Müll, der jetzt noch im Gehäuse rumfliegt, raus. Wir achten darauf, dass alle Kabel sauber verlegt sind, keine Kabel in irgendwelchen Lüftern drin hängen und nicht auf dem Motherboard irgendwie draufdrücken, sondern alle schön frei säuberlich verlegt sind. Auch müssen wir darauf gucken, dass eben sämtliche Styropor oder leitenden Gegenstände aus dem Gehäuse entfernt werden. Und guckt nochmal drüber, dass auch sämtliche Schutzfolien abgezogen sind. Meistens ist auf der South Bridge des Motherboards, soweit vorhanden, auf dem Kühlkörper noch gerne als eine Schutzfolie drauf, die kann man dann auch abziehen. Meistens sind auf diversen Kühlkörpern vom Motherboard auch gerne noch Schutzfolien drauf, die solltet ihr auch dringend entfernen. Habt ihr alles säuberlich verlegt, könnt ihr das Stromkabel vom Netzteil aus der Verpackung rausholen und mal in die Steckdose reinstecken und natürlich in euer Netzteil. Geht nun nochmal sicher, dass alles korrekt angeschlossen ist, kein Kabel mehr frei rumliegt und wirklich alles Bombe hält. Dann könnt ihr nämlich mit einem mutigen Klick das Netzteil einmal einschalten an dem Schalter vom Netzteil, soweit vorhanden, und der Rechner sollte erstmal nichts tun. Nun dürft ihr mit einem beherzten Klick auf den Power-Button euer Rechner das erste Mal einschalten. Und er sollte nun, soweit ihr alles richtig gemacht habt, angehen. Sprich, der Prozessorlüfter sollte anfangen zu laufen, die Grafikkarte eventuell, und es sollten euch eventuelle Piepstöne oder LED-Anzeigen oder Code-Anzeigen den aktuellen Boot-Status anzeigen bzw. hörbar machen. Solltet ihr den richtigen Piepston hören, die verschiedenen Piepstöne stehen auch im Handbuch, oder die LEDs anzeigen, dass alles gut ist, dann habt ihr euren Rechner nun erfolgreich zusammengebaut.
Sollten andere Piepstöne zu hören sein, dann müsst ihr nachgucken, was das für welche sind und gegebenenfalls den Fehler suchen. Das gleiche gilt natürlich auch für die LED- und Code-Anzeige. Habt ihr alles richtig gemacht, ist es meistens zu erkennen bei neueren Rechnern, dass die Lüfter leiser werden, soweit der Rechner den Selbsttest bestanden hat. Neuere Grafikkarten schalten sogar die Lüfter komplett aus. Auch der CPU-Lüfter kann, wenn der CPU-Kühler ordentlich dimensioniert ist, den Lüfter ausschalten. Je nach Board ist es zum Teil standardgemäß eingestellt. Ist eben alles ruhig, dann kann es durchaus vorkommen, dass ihr den Rechner tatsächlich ordnungsgemäß konfiguriert habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt einen Bildschirm anschließen und gucken, was denn dort präsentiert wird. Im Normalfall solltet ihr im BIOS landen. Hat alles funktioniert? Dann herzlichen Glückwunsch, du hast deinen allerersten Rechner oder auch vielleicht einen zweiten oder dritten Rechner zusammengebaut. Und er läuft. Im nächsten Part des Tutorials werden wir dann noch ein Betriebssystem auf deinem Rechner installieren. Weil dort läuft jetzt aktuell noch nichts drauf und wir wollten ja gerne irgendwas mit dem Rechner anfangen. Wenn noch irgendwelche Fragen da sind, dann wendet euch unten in den Videokommentaren dazu. Beachtet allerdings hierbei Folgendes: Ich kann euch keine Unterstützung für jede einzelne Komponente, die es auf dem Markt gibt, geben, weil ich kenne die nicht und ich weiß nicht genau, wie diese verbaut werden müssen. Auch wird es mit der Fehlerfindung sehr schwierig, wenn ich das Gerät nicht vor meiner Nase habe mit einer Bedienungsanleitung, wo denn Fehlercodes zu finden sind, um eventuell den Fehler zu beheben. Eure Suchmaschine des Vertrauens hilft dabei oft sehr viel weiter. Wenn ihr die Vermutung habt, dass irgendwas kaputt sein sollte, dann wendet euch an den Hersteller bzw. an den Verkäufer der jeweiligen Hardwarekomponente. Eventuell kann der euch auch noch weiterhelfen. Hat das Video bis hierhin jetzt gefallen, dann lasst das Däumchen nach oben da, hinterlasst ein Abo, falls euch das Video gefallen hat und ihr eben das letzte Video in dieser Tutorial-Serie nicht verpassen wollt. Und empfehlt natürlich hier dieses Video an eure Freunde weiter, soweit die auch einen eigenen Rechner zusammenbauen möchten. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß schon mal beim Zusammenbauen, solltet ihr das jetzt noch nicht getan haben. Und falls ihr jetzt schon fertig seid, herzlichen Glückwunsch, falls dein Rechner läuft. Und wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, haut rein.